Ja, und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Heute geht's weiter mit den Wüstlingen, aber bevor wir uns das anschauen, können wir noch neue Treter freischalten. Blitztreter. Entweder ist ein Warntritt. Was? Trittsalve. Entfesselt eine wahre Trittsalve. Trittself. I don't know. Nehmen wir einfach mal. Und schauen uns an, was da passiert. Und dann starten wir heute mit den Wüstlingen. Wüstenclub. Purist schließt das Level nur mit Tritten ab. Schieße das Level innerhalb von 30 Sekunden ab, ohne zu springen. Okay. Ich bin gespannt. Die Heuschrecken sind Geschichte. Geld ist bedeutungslos. Womit kaufe ich mir jetzt mein Glück? Wieso haben wir die Schuhe nicht an? Ich habe doch anziehen gedrückt. Was macht ihr hier? Okay. 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 Oh. Die CEO ist weg. Ihre Terrorherrschaft ist vorbei. Jetzt beginnt die Praktikantenrevolution. Schade. Na? Oh. Ich suche nach dem Eingang zu den Wüstlingen. Ich hatte irgendein unheilvolles Gebäude erwartet. Sie sollten den Zugang echt etwas offensichtlicher machen. So, wahrscheinlich ist das Gebäude da drüben. Jade City Fine Art Museum Pismans. Wow. Es regt wirklich zum Denken an, nicht wahr? Bin ich begeistert, mutiere im Level Geheimtür. Das Crime ist fein. Bist du der Künstler? Mit dem ich nicht sprechen kann? Okay. Cheese. So ein provokantes Werk. Ich liebe die Verwendung alltäglicher Objekte. Das verleiht der Message richtig Power. Hm. Leute, geht ihr mal weg? Ich muss noch wischen. Das ist kein Werk offensichtlich. A Dog's Life. Das Gemälde ist mehr wert, als ich im Jahr verdiene. Ich hätte Künstlerin werden sollen. Da verdient man richtig gut. Ein Sinnbild der Gesellschaft. So eine mutige Nutzung von negativem Raum. Das ist eine Metapher fürs Menschensein, Menschsein. So eine emotionale Message. Ein Dialog im Dialog. Einfach superb. Bravo. Keine Ahnung, was das sein soll. Dito. Und wer bist du? Die Heuschrecken sind am Ende. Seit es mit der Geldwäsche vorbei ist, haben wir fast alle Kunden verloren. Harte Zeiten. Zum Glück sponsern die Wüstlinge den Wein. Schnell weg hier. Wir haben nichts getan. Was? War das nicht? Okay.
Dieser Teil der Stadt ist so heruntergekommen und zwielichtig. Die graue Eminenz hat echt gute Arbeit geleistet. Okay, wir müssen hier in den Pizzaladen Pizza Pig. 24 Hours. Unglaublich schön hier. Riesenhotdog. Okay, durch die Wand. Schau dir die mal an. So eine habe ich noch nie gesehen. Die seltsamste Pizza ever. Das ist ein fucking Hotdog. Willkommen im Pizza Pros Pizzeria. Heimat der Geheimsoßen, Geheimlimo. Willst du was bestellen? Nope. Willkommen in Pizza Pros Pizzeria. Heimat des Schokoladen-Hotdog-Burgers. Willst du was bestellen? Nope. Aber danke dafür. Fürs Fragen. Willkommen in Pizza Pros Pizzeria. Heimat der frittierten Vollteig-Pizzen. Willst du was bestellen? Immer noch nicht. Kommt man dahinter? Slam Size Mega Pizza. Ups, sorry. Ich mag Pizza nicht mal. Trotzdem komme ich immer wieder her. Muss die geheime Soße sein. Schleimbüttel fehlt mir. Die Kanalisation ist kaum verspritzt. Ich habe seit Stunden niemanden mehr ausgenommen. Was passiert nun mit unserer Welt? Alle großen Gangs verschwinden. Den Verbrechenswandel gibt es wirklich. Ich hoffe nur, dass die graue Eminenz eine Lösung parat hat. Da treffen sich alle auf einmal wieder. Die wir bisher zerstört haben. Könntest du die Tür schließen? Ich habe in der Stadt noch nie Klopapier gesehen. Sollte eigentlich Kackhausen heißen, was? Mit was hat der gerade sein... Mit Geld. Mit Geld hat er seinen Arsch abgewischt. Ich will den Wüstlingen beitreten. Verbrechen macht mich einfach nicht mehr an. Ich will einfach nur sündigen. Jetzt sind wir hier. Es muss doch irgendwie schneller gehen, die Dinge zu braten. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Ich bin schon Burgerbräter. What? Wieso ist hier ein Pizzaofen? Oh. Meine Mama meinte immer aus, mir wird nie was. Und jetzt schau mich an. Sie war schlauer, als sie aussah. Naja, du hast Drogen neben dir, liegst im Dreck, schaust dir den Himmel an, aus dir wurde auch nichts. Was machst du? Ich bin ein Mitglied der Bürgerwache. Und von hier aus kann ich am besten Bürger überwachen. Das Game ist manchmal immer noch einfacher. Ich schätze mal, wir müssen da rein. Park Muse. Du bist kein Verbrecher. Einen wie dich wollen wir hier nicht. Verbiss dich aus unserer Stadt. Bei Rot die Straße queren ist aber eine Straftat. Ein Huhn. Wieso kommt man da nicht hin? Schade. Vielleicht könnte man mit dem irgendwie sprechen, keine Ahnung. Naja.
Wie gehen wir jetzt hier rein? Sausage King, Volume 69, Spread Toast Buns. Sehen Sie, Club Milton. Sieht ziemlich pompös aus, würde ich das mal nennen. Willkommen im Wüstenclub. Du musst zumindest ein bisschen wüst sein, um hier reinzukommen. Wieso hält er seine Hände so? Catrid Slave. Okay, spannend. Spannend. Ah, shit. Okay, man könnte es vielleicht sogar schaffen, nur mit Klitten durchzukommen. Okay. Ah shit, jetzt habe ich ihn erschossen. Ich habe schon gesehen, rechts ist so ein... Kommt man da hin? No shit! Ich will es halt gerne versuchen, nur mit Klicken durchzukommen. Okay, die Schuhe sind nice. Die Schuhe sind echt nice. Ah shit, man kommt rüber. Aber ich glaube, es ist nicht möglich, nur mit Klicken durchzukommen. Langsamer. Okay, mal kurz die Waffe her. Andere Musik wieder mal. Aber ich sehe gar nichts. Gibt's eine Tür? Ich geh erstmal oben lang. Oh shit! Jetzt geht die Action wahrscheinlich ab. Yes! Yes, baby! Mascara Stroke Touch.
Das war gerade ein cool Drop, das Beat. Und dann ging das Licht an, sehr nice. Ah, shit. Das war echt cool gerade. Da drüben war ja nichts außer die Waffe eigentlich von ihm. Ach, shit. Okay, alle dead, alle dead. Und B-Drop, bitte. Nice. Kurz schauen, ob ich nichts vergessen habe. Squeeze, stretch. Nice one, nice shot. Das Game ist einfach gut. Okay, schade, die Pizzen kann man nicht essen. Ich glaube, mit Dritten wäre es vielleicht möglich, aber ziemlich hart. Straußenrennen. Keine Ahnung, wie das wieder gehen soll. Ich verstehe diese Speedruns nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Keine fucking Ahnung. Aber habe ich jetzt schon wieder ziemlich lange gebraucht, deswegen geht's leider erst in der nächsten Folge weiter. Hier bei Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.